vielleicht schon mal so eine Weggabelung gewissermaßen oder so, davon handelt es sich bestimmt. Which way? Wo geht's lang? Ist das so in Ordnung? Ja. Okay, so, dann ist alles in Ordnung. Ja, also Hermann, übrigens ein Bayer in Preußen. Und dazu eigentlich auch nochmal einen Applaus, dass du... Danke, danke. Und Hermann ist schon eine ganze Zeit hier. Und zwar seit 2002 ist er Mitarbeiter. Und 2000 ist er von München nach Nordrhein-Westfalen gekommen. Hermann Sendel, also als kleines Bayerlein in München geboren, und zwar 10.05.54, hat das Gymnasium nach der 10. Klasse, also mit Reife, verlassen und hat danach, ich kann so sagen, bürgerlich, unbürgerlich gelebt und hat zum Teil als Agent und zum Teil eben als Manager Bands begleitet, organisiert, und ich wusste gar nicht, dass du so ein tolles Organisationstalent hast. Ja, das hat sich so ergeben. Alles klar. Toll war das nicht, aber es hat vielen Leuten Spaß gemacht und das war die Hauptsache. Ja. Ein bisschen was hat auch dabei finanziell rausgeschaut, das war okay. Ja. Also deshalb bürgerlich und bürgerlich. Dann war er eine ganze Zeit, hat er in Italien gelebt, ist mehr oder weniger reumütig nach München zurück und hat dort doch so einige Auf und Abs erlebt, ist mit den Behörden nicht so ganz klar gekommen, und als er dann nach einer sehr gelungenen Therapie gesagt hat, also in Bayern bleibe ich nicht, ich suche mir was anderes, ist er irgendwie über die Liebe zum BVB nach Dortmund gekommen. Also das ist ja wohl wirklich... Ja, ich habe halt, wenn ich das sagen darf, nach einer längeren Krankheit versucht, ein bisschen mit Farbe zu experimentieren. Und dabei sind ein paar mehr oder weniger gute Bilder rausgekommen. Ich hoffe, da sind einige da, oder ein oder zwei dabei, die vielleicht dem einen oder anderen gefallen. Ich habe versucht, meine Vorliebe für Blau auszudrücken und ein bisschen auch meine religiösen Vorstellungen, zum Beispiel die Kreuzigung von Jesus zu verbinden mit Auschwitz, hier ein jüdisches Symbol, der Lebensbaum, der Lebensbaum, nach dem auch das Tarot und viele andere Symbole abgeleitet sind. Ich bin kein großer Redner, aber das ist ja auch nicht so wichtig. Ne? Die Ingeborg kann das besser. Nein, wir wollen ja auch gar nicht sehr viel über Technik und diese Dinge sagen. Das erschließt sich ja auch. Ich hätte sonst den Vorschlag, dass wenn nach einem anderen nächsten Musikstück jemand Fragen hat an Hermann, kann sie dann stellen. Ist das okay? Auf jeden Fall erstmal herzlichen Dank. Also, dass du uns das hier... Ich finde übrigens die Musiker ganz gut, muss ich echt sagen.